Hallöchen, Popöchen und zu CSGO mit dem Henrik. Und jetzt kannst du deinen Sachsen-Weihnachtsbaum-Witz reißen. Ja, kommt ein Dachse nach England, will er Weihnachten feiern, hat eine Wohnung. Geht er zum Weihnachtsbaumhändler und sagt: Attention, please. Attention, attention. Ich hätte da mal eine Frage, Mädchen. Haben Sie da mal Attention? Please. Wer ist auf B gerannt? Nee, nur einer ist dort. Ja, und das ist frei. Wo lümmelst du denn rum? Ich war auf Umwegen zu B, weil ich vorgerannt bin und hab gehofft, dass jemand da ist. Jetzt schleichen, wa? Ach, sein von uns ist scheiße. Die Jungs, das Beste, das sind sie drinne. Muss doch irgendwo auf B liegen, oder? Da fehlt Zucker. Auf A. Oder hörst du irgendwas piepen? Auf A. Alter, was war das? Der springt runter und gibt mir den Headshot, kann man nicht nur das sehen. Aus dem Sprung raus, voll egal. Das ist mir sowas von egal. Du hast was zu essen. Und da war der Blitz wieder. Ja. Wir wohnen 12 Kilometer voneinander entfernt und können trotzdem sagen, wann der Blitz ist. Ja, es ist jetzt gerumpelt. Mir ist rumpelt, besser gesagt. Ich nehme mich weg, du Arschloch. Da war niemand, du Idiot. Ja, renn durch, Kevin. Renn durch. Also wieder eine tolle Pistole, die alles tötet. Klar. Meine Mandy. Mandy? Ich hab geklaut ein Handy. Oder ist jemand? Ja, ja. Da waren wir. Oh, drauf, jetzt habe ich irgendwie die MP7 aufgesammelt, die wollte ich gar nicht so. Jetzt die da Bombe. Ist eine Bombe. Nova. Ein Bankräumen Nova. Oh, na klar, nehme ich. So, wir können jetzt hier campen eine Minute lang. Das ist der Plan. Ehrlich? Ach, du hast ja einen echt plus wen. Ich war was besser als Nova, ja, nehme ich das. Eigentlich. Ist egal. Doch, wir legt gleich Rude, ja. Nö. Okay, ich geh trotzdem da lang. Ist mir egal. Aber ich hab doch die Bombe. Hä? Ja. Denk mal drüber nach. Nothing ist nicht so meine Stärke. Oh, armes Kevin. LOL, bei A, B, Entschuldigung. Bin bei B. Dann töte den, der war im Loch. Loch? Der ist schon tot. Ja, du und B, du bist Katas. Ist auf dem Weg zum B. Da waren zwei, okay. Egal. Also dein Skill, der ist ja mal... Für den Arsch. Da spielt sogar Alex besser. Ey, das nimmst du zurück. Das geht jetzt ein bisschen unter die Gürtellinie. Das ist mir egal. Der kann eh nur LoL spielen. Ne, der spielt auch CSGO. Was? Glaubst du nicht? Macht nee. Nix. Ich bin der Einzige mit einem Entschärfungskit. Ja. Ihr tötet jemanden, ich will eine Waffe haben. Nicht so ängstlich, Kameraden. Okay, einfach Kevin hinterher. Morgen ja löschen! Morgen, Chef. Ach, du bist lang zu B, bist du ein Langweiler. Ich geh nicht zu B. Ja, jetzt geh ich doch. Da ist einer. Wo? Da hinten in der Ecke. Links neben dir. Links.
Da war einer und da ist noch ein zweiter. Und noch ein zweiter. Und noch ein dritter. Und noch ein vierter. Ja, und ein vierter. Aber noch jemand. Oh, der hat eine geile P90. Leuchteblau. Der ist doch noch beschissener als ich. So weiß ich jetzt nicht mal ich daneben. Und jetzt habe ich nicht hingeguckt. Toll, Henrik. Toll, Kevin. So ist mein Name. Hi. Hi, Kevin. B? Ja, ich kann lieber zu B. Ich geh mit dir. Ich geh B. Bitte sie bitte alle. Ich hab Angst vor denen. Ich auch. Nicht. Hm. Vor allem Angst, was eine Waffe hat, weil alles besser, weil alles, was eine Waffe hat, besser ist als ich. So ein Noob, ey, mit der P90. So ein Noob. Ja, genau du, Henrik. Ja. Aber bist du auch schon tot. Ja. Ich muss mich erstmal wieder warm spielen. Ja, wir haben ja auch ewig nicht mehr gespielt. Ja, mein ich doch. Normalerweise kriege ich auch so einen Kill durchschnitt hin pro Runde. Alles klar. Wenn ich Glück hab. Ob Glück oder Skill, Kill ist Kill. Das war ein wunderschöner Spruch. Ja. Ja, er rührt mich zu treten. Mich nicht. Okay, dann halt nicht. Los, Kobeck, EB. Sonst soll ich wieder die Spielzeugpistole nehmen? Nee, ich hab meine Autoschutze genommen. Ich hab die MP7. Okay. MP9 ist mir zu Spielzeug. Nee, aber die hast einen coolen Skin für. Ja, eiserne Rose. Das lohnt sich doch schon mal dafür, in dem Sinne. Da brennt's! Bei A, B, Mitte. Die spielen anscheinend ohne Kopfhörer. Oder mit Musik. Der Ultimate Experten. Ach, ein AWP. Cool. I got an AWP. I've got a mail. B, hier bei A lang. A lang gefahren. Der ist nach hinten gerannt, der ist lang rein. Sag dich doch. Das ist dein Freund. Oh. Ja, dein Arm kam erst sehr spät eingeblendet. Darf da nicht. Wenn er keine Entscheidungskit hat. Ich habe eins, aber ihr kauft euch an die Vegas. Ich bin tot, mir kannst keinen Vorwurf machen. Kauf dir ein Entschärfungskit, ne? Ja. Kein Geld. Nope. Ja. Rumpelrumpel Mistel. Natürlich einfach ohne Dance mit. Nee, Attention please, ne? Ja. Machen wir zu Weihnachten auch. Attention please. Ja. Das nehmen wir auf und dort mal hoch. Ja, auf dem Güteplatz Ding. Ja. Dann machen wir noch einen Kanal für unsere WG auf und dann wird es richtig witzig. Ja. Und ob davon Puss und Pike nicht filmen. Ha! Nein, Scheiße! Mein nächster Assist. Wo ist denn gestorben? Ah. Nicht mir so gut, wie man zuerst kann. Boah, AWP, ey, war mir so klar.
schwule Scheiße. Hör auf, Kevin, das ist der Film war doof. Ich fand den Film gar nicht so schlecht. Ich fand ihn langweilig. Ja, weil er auf Englisch war, aber der wäre garantiert cool auf Deutsch. Dann gucken die an. Ne. Ich hab noch Breaking Bad vor mir. Davon hab ich die DVDs, da guck ich das doch zuerst. Ja. Ach, Elementary heißt die Serie, die wir uns beide noch mal angucken wollen. Du hast doch schon fast fertig, hab ich gehört. Ja. Ich hatte komplett durch und es dürften auch neue Folgen schon mit dabei rauskommen, so in 2-3. Was sind denn für Folgen? 20 Minuten oder 50 Minuten? 45. Also so eine Filmserie, so wie Breaking Bad, also. Lohnt sich aber volle Bude. Ja, dann. Wenn du das sagst. Du stehst mir in der Schussbahn, ne? Sorry. ich hab's korrigiert. Ich hab voll des Lebens abgezogen. Lol. Der hat uns beide getötet! Ich werd bescheuert. Nice! Mit einem Schuss? Ja. Aber wir haben beide schon angehittet. Ja. Dann hab ich irgendwie an TF2 jetzt. Da könnt ihr euch auch mal langsam oder mal Gedanken machen, was wir nächstes Jahr schreiben wollen. Ich hab schon meinen Wunsch geäußert. Also mein Wunsch wäre ja, was ich letztlich vorgeschlagen habe, aber niemand interessiert hat, die Mumifizierung im alten Ägypten. Mumifizierung von? Die Grabkultur der alten Ägypter würde mich mal interessieren. Okay. Und zur Vorstellung gehen dann richtig große Defizite, glaube ich. Ich habe nächstes Jahr haben wir, was weiß ich, 12 Stunden pro Woche Wirtschaft oder noch mehr. Da habe ich keinen Bock, mich noch mehr als nötig damit zu beschäftigen. Arschloch.